Also, bitte stell dich nochmal vor und was du machst, wer du bist und ja, was du so erfährst mit den Menschen. Mein Name ist Hans-Ulrich Schachter und ich bin Psychotherapeut und bilde Therapeuten und Ärzte aus und bin manchmal überrascht, wie wenig von dieser brisanten Situation mittlerweile bei diesem Durchschnittsbevölkerung angekommen ist. Das heißt, das geht ja noch, aber es gibt manche Leute, die dann richtig gehend aggressiv werden und einem sagen, geh mir doch weg mit deiner Verschwörungstheorie. Und ich empfinde das wie der Wunsch, in einer kindlichen Welt bleiben zu dürfen, bei der wir keine Verantwortung haben. Bei der die Verantwortung bei ja, denen da oben ist. Und man schimpft vielleicht mal die Mobby da oben, aber ansonsten kümmert man sich nicht. Der nächste Tag, die nächste Woche viel, viel wichtiger ist, als das, was in unserer Zukunft ist. Was ist so dein, deine Prophezeiung, was jetzt so die nächsten Schritte der Bilderberg-Planung und Umsetzung sind? Weil die sind ja auch oft sehr, sehr schnell. Ja, das steht dann schon am nächsten Tag, in der nächsten Woche in der Zeitung. Das habe ich erst vor kurzem erfahren. Und das ist ein neues Gesetz. Wir kriegen mittlerweile Gesetze von der EU, die eigentlich uns gar nichts zu sagen hätte, weil sie ja nicht gewählt ist, weil sie auch kein Gesetzgeber ist und gar kein Gesetz geben kann. Aber trotzdem haben sie die Macht, etwas zu bestimmen und wir müssen das dann durchführen. Und dieses Gesetz, dabei geht es um Meinung. Und dieses Gesetz besagt, no tolerance für Intoleranz. Und was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass jeder Mensch, der eine bestimmte Meinung hat und die Meinung äußert, und wenn sie zum Beispiel auch ist, die Bilderberger sind für mich alles, ob wissentlich oder unwissentlich, Verbrecher, diese Meinung würde bereits schon ausreichen, um jemanden ins Gefängnis zu stecken. Ah, ja. Und wenn man etwas sagt gegen, weiß der Teufel was, gegen die Homo-Ehe oder von mir aus gegen andere. Kriminelle Flüchtlinge zum Beispiel. Zum Beispiel über die Überflutung. Ich wohne in einem kleinen Dorf und ich sehe ständig an jeder Ecke, sehe ich Leute, farbige Leute, die sehr bestimmt und selbstsicher auftreten. Und ich habe das selber erlebt in der Bayerischen Oberlandbahn, wo also die Kontrolleurin von dem einen einen Ausweis wollte und der sagt, nee, gebe ich nicht her. Und es war ein richtig heißer Disput, der auch zu Tätigkeiten geführt hat. Ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt, jedes Mal, wenn so etwas im Anzug ist, ein, zwei Leute zu nehmen, mich dorthin zu stellen, einfach nur Präsenz zu zeigen. Ich möchte nicht, dass ein Streit ist, ich möchte auch nicht gegen jemanden sein, nur ich möchte, dass wir dass wir lernen, so viel Zivilcourage zu haben, dass wir einfach dort stehen und zuschauen und uns durch unsere Mienen sagen, gell, weitergehen darf es nicht, weil wir sind da, wir passen auf und wollen, dass alles ruhig abgeht. Wir sind für Frieden. Genau. Also das wollte ich auch sagen, wir sind natürlich für Frieden und Völkerverständigung und Gastfreundschaft. Nur was da stattfindet, ist ja irgendwie von einer ganz anderen Seite gewollt, um Teil und Herrsche zu betreiben. Was war nochmal mit den Gesetzen und was sind dann die nächsten Schritte in deiner Sicht? So was haben wir im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren zu befürchten? Für mich ist das, was bereits schon läuft, furchtbar genug, wenn ich also an den Himmel schaue und sehe die Chemtrails, dass regelmäßig, bei uns in Bayern ist es so schlimm, regelmäßig, wenn ein wunderschöner blauer Himmel ist, noch um 9 Uhr morgens, dann sind spätestens um 12 Uhr die ersten Flugzeuge unterwegs und es werden mehr und mehr und mehr und um 3 Uhr nachmittags ist die Sonne kaum noch zu sehen, sie ist nur noch hinter einem Schleier. Hier. Wir haben wunderschöne Fotos, wie die Chemtrails genau aufs Hotel zeigen da oben. Und für mich ist das furchtbar genug.
weil ich habe mich erkundigt über die Chemtrails. Ich weiß, was da drin ist, kenne mich im Chemischen ein bisschen aus. Aha. Ich weiß, dass das bereits schon so schlimm inklusive Impfstoffe und Nano irgendwie so Mikroben und Giftstoffe, die wirklich das Gehirn angreifen. Die Zunahme von Alzheimer und all diese Dinge sind für mich so furchtbar bereits schon. Und diese vielen älteren Menschen, die bereits schon unter Verlust ihres Gedächtnisses klagen, ich finde es so schlimm, dass es, dass wir gar keine neuen zusätzlichen Gesetze brauchen. Wir müssen das, was jetzt ist, unbedingt steuern und stoppen. Genau. Magst du noch einen Schlusssatz sagen? Ich glaube, ich würde es gerne so kurz und knackig halten. Ja. Was können wir da tun noch? Mein Schlusssatz ist, dass wir alle raus müssen aus dieser kindlichen Welt, wo wir hoffen, dass jemand anders für uns sorgt, wenn wir nicht alle in der Lage sind, jede Woche einige Stunden für Politik, für das, was uns persönlich angeht, zu opfern und selber die Politik in die Hand nehmen, dann werden wir einfach nur verwaltet und untergehen. Ja. Vielleicht noch ein Satz, wie die Ärzte reagieren, wenn du die aufklärst. Da habe ich schreckliche Dinge erlebt. Ich brauchte Ihnen nur mal ein einziges Video vorspielen, das ich auch noch für sehr zahm gehalten habe, von Bruce Lipton, der über Epigenetik spricht. Und ich hatte Schwierigkeiten, die Gruppe weiterhin in einem Stadium zu halten, wo sie mir glauben, wo sie mir zuhören, wo sie bereit sind, von mir etwas anzunehmen. So stark war die Gegenreaktion, als mit so einem Spinner wollen wir gar nicht zusammenarbeiten, der uns so ein Video vorführt. Und sind dann die Aufträge mehr oder weniger geworden? Leidet auch deine Tätigkeit, also berufliche Tätigkeit darunter, oder kommen halt dann, passendere? Ich bin vorsichtiger geworden. Das heißt, da für mich ja Psychologie ein ganz wichtiger Teil ist und Kommunikation ist ja einer der wichtigsten Sparten in der Psychologie, bin ich natürlich vorsichtiger geworden und weiß, dass ich mich sehr viel zaghafter brisanten Themen nähern muss. Ja, so geht es den meisten, die das versuchen, inklusive richtiges Bashing oder Ausschluss aus der Familie, selbst wenn die sehr interessiert ist oder denkt, sie wären aufgeklärt, dann sind sie noch lange nicht unbedingt aufgeklärt. Das ist ja so die Krux bei den Deutschen, die so viel lesen, aber meistens doch das manipulierte Wissen. Ja, ich würde das im klarsten umschreiben mit dem Wort immunisiert. Das heißt, die Propaganda dieser Kräfte, die über uns herrschen, ist so raffiniert geworden, dass die Menschen tatsächlich immunisiert sind. Es ist gar nicht mehr möglich, an sie ranzukommen, wenn man sehr offen steht. Man muss zuerst, man kann auch nicht mehr mit einem Baumstamm gegen das Bollwerk, sondern man muss versuchen, den Sand unter den Mauern herauszugraben, sodass dieses Bollwerk Risse bekommt. Und das ist eine ganz andere Vorgehensweise, als jemanden vom Tal überzeugen zu wollen. Ja. Das heißt, der erste Schritt ist, dass jemand anfangen muss, Zweifel zu bekommen an seiner jetzigen Realität. Genau. Und Neugier auch. Neugier zu wecken, sehr richtig. Ja. Und steht da Tropfen höhlt den Stein, habe ich jetzt auch bei einem Freund erleben dürfen. Es fing dann bei den Chemtrails an, was er im Fernsehen gesehen hat. Und dann fing er langsam an, das andere auch für möglich zu halten, sozusagen. Genau, so geht's. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, das wird vielen gefallen oder viele berühren. Und ich hoffe, dass ihr es auch mit euren Leuten teilt und schön weiterreicht, dieses Video und diese Botschaften jetzt von heute. Um sich greift wie eine ansteckende Gesundheit. Dankeschön. Danke. Bis bald. Ja. Super. Ja.